Hallo und willkommen zurück zur Geschichte im Hinterland. Wieder aus Hordenseite, aus Hordenseite, ja genau, von der Hordenseite her. Machen wir weiter im Dorf der Bruchauer, nachdem wir beim letzten Mal alles gekillt haben, was sich hier irgendwie in der Gegend befand, weil diese Trolle einfach blutrünstige Mörder sind. Fangen wir einfach weiter an mit dem ältesten Sumpfhauer. Alva. Das haben wir letztes Mal schon gelesen, den Alles Lauerfels aufräumen. klar. Vor vielen Jahren hat sie die Horde eine Station tief im Lauerfels. Sie steht seitdem leer, aber es ist immer noch eine gute Stellung, die wir wieder einnehmen sollten. Das Problem ist, dass die Station voll von Schlamm ist inzwischen. Schlamme sind übel Dinger, kopflos, ätzend und gefährlich, da sie alles essen, was ihnen in den Weg kommt. Ich brauche jemanden, der mutig genug ist, sich zum Lauffels zu begeben und die Schlamme zu beseitigen. Seid ihr mutig genug, Gnarlos? Später. Lauerfelsvorräte. Wann sieht sich? Ich war im Zweiten Krieg in Lauerfels stationiert. Das hast du eben aber noch nicht erwähnt. Ich war jung, noch Jahre davon entfernt, meine Partnerin kennenzulernen. Und erinnere mich noch gut an das Chaos, das ausbrach, als die Allianz uns angriff. Was mit den Orks gef Wir sind mit den Orks geflohen und haben keine Zeit damit verschwendet, unsere Besitztümer zu packen. Wir haben alles hinter uns gelassen. In Lauerfels sind noch immer viele unserer alten Vorräte. Wir könnten sie hier im Dorf gut gebrauchen. Vor allem sollten die Wildhammerzeuge sie nicht in ihre dreckigen Hände bekommen. Auf Okay. dann. Ja, das können wir, glaube ich, tun. Dann hatten wir beim letzten Mal ja noch diese eine Quest da hinten abzugeben mit dem Angeln. Oder was es genau Was ihr nochmal war. wolle. Mann, Angeln ist so angenehm, weißt du? Ich verdanke diese Glückssee meinem Mentor. Achso, das hatten wir auch schon mal. Mögen die Geister Gamarita, Alter, segnen. hast du ihn gefunden? Ja, hab Haltet ich. euch vom Alter, das ist Untun fern. fantastisch. Mit meinen besten Ködern ohne die Schnappkiefern, da kommen die Fische sicher in Scharen zurück. Wir kriegen eine neue Maske, die sogar ein Man Upgrade ist. sieht sich an. Oder? Ja, nee, nur ein Item-Level-Upgrade. Aber das hier ist ein Upgrade, das können wir doch. Ah, nee, das macht auch keinen Sinn. Oh Gott, der Unterschied ist ja krass. Okay, wir behalten das mal. Ist das hier ein Unterschied? Nee. Schnappkiefer, Alter. Vorsicht, Mensch, Alva. Alter. Ich kann euch nicht genug danken. Hoffentlich ist diese Anrufe hier genug als Belohnung. Ist ganz Mögen die cool, I Geister guess. segnen. But I don't need it. Wir sind kein Angler. Wir hatten aber hier nochmal irgendwas. Ja, genau da. Malcolm Fenlerson. Ich bin ganz Ohr. Erstklassiger Schleim. Die Schleime, die in Lauerfels zu finden sind, interessieren mich mehr und mehr. Sie kommen immer wieder, egal wie oft man sie entfernt. Aber sie scheinen sich von einem einzigen Schlamm selber nicht vermehren zu können. Ich glaube, dass in Lauerfels etwas wächst. Eine Quelle, aus der der Schleim kommt. Ich möchte sie untersuchen. Fill diese Quelle und bringt mir eine Probe. Das können wir tun. Richtet die War sonst noch Lebenden. irgendwas hier? Nö. Okay. Ja gut, dann begeben wir uns mal nach da oben. Währenddessen tun wir dann noch die Eulenbestien kaputt machen. Und dann gehen wir in den Lauerfels hinein. So, die Eulenbestien, die kamen erst da hinten irgendwo. Ah ja, und da ist sogar ein Rare-Mob. Die Reißerklaue. Die nehmen wir doch einfach mal mit, wenn wir gerade schon hier sind, oder? Ja, easy. So. Und wir haben einen neuen Umhang bekommen. Der, ja, ist nicht so toll ist. Okay. Und hier sind dann schon überall die Eulenbestien. Und Wildhammerzwerge habe ich auch gerade schon einen gesehen. Den gehen wir mal lieber aus dem Weg. Nehmen lieber da die Eulenbestien mit. Was ja echt easy ist. Und die finden sich ja schön auf dem Weg zum Lauerfels, um dort dann nicht allzu große Umwege machen zu müssen. Das werden wir erst später in anderen Gebieten haben. In den von Cataclysm überarbeiteten Gebieten war das jetzt nicht so arg. Eher dann später, wenn wir dann mal uns in die Scherbenwelt begeben, wovon wir aber noch weit entfernt sind. Wir haben noch einige Zonen hier in einem östlichen Königreichen erstmal zu vollenden. Dort, wo gehen wir denn eigentlich als nächstes hin? Das habe ich noch gar nicht beschlossen. Wir haben auf jeden Fall noch offen die westlichen und die östlichen Pestländer. Dann haben wir noch offen die brennende Steppe, Ödland und sengende Schlucht, Sümpfe des Elends und verwüstete Lande und das Schlingendornkap.
Vielleicht begeben wir uns mal in ein neues Gebiet mit einem Charakter, den wir schon länger nicht mehr ausgegraben haben. Gucken wir mal, was wir was machen. Ja, komm, wir nehmen noch hier zwei mit und dann gehen wir in den Lauerfels rein. Dann habe ich mich auch das mit den Eulenbestien hinter uns. Dann müssen wir das später nicht nochmal machen. So. Und den dann noch erledigt. Sehr schön. Gut. Dann einmal abgehoben und hinein in den Lauerfels. Und der Eingang war ja hier hinten, ne? Ja. Beziehungsweise, wir müssen ja noch die Schlamme hier besiegen. Nehmen wir die doch so direkt mit. Die droppen eh nicht wirklich viel Zeug. Und da war der Eingang, genau. Ja, hier waren wir auch schon mal mit der Allianz drin, mit unserem Schamanen beim letzten Mal. Dann ist das zumindest ähnlich. Wir haben zwar andere Gründe hierher zu kommen, aber es ist quasi dieselbe Quest dennoch. Aber wir wollen ja die Unterschiede auch herausfinden. So. Ja, der hält jetzt ein bisschen mehr aus, weil ich halt keine Procs ready habe. Ja, machen wir es halt so. Hier kommen ein Blizzard rein und zack, weg ist er. Da haben wir schon mal eine von den Vorratskisten. Direkt das Symbol der Horde, wie es während des Zweiten Kriegs gezeichnet wurde. Genau. Wie er ja sagte, eine Station der Orks im Zweiten Krieg, als diese sich von Sturmwind aus nach Norden gearbeitet haben, um die gesamten östlichen Königreiche einzunehmen. An Eisenschmiede sind sie ja gescheitert und an Gnomeregan sind dann weiter nach Norden. Grimbartoll ist gefallen, wo damals die Wildhammerzwerge lebten. Und dann sind eben die Wildhammerzwerge weiter nach Norden geflohen und während die Horde ihren Feldzug Richtung Keltalas fortgesetzt hat und dort die Blutelfenheimat einnehmen wollte, sind sie halt eben auch durchs Hinterland gekommen und wie wir auch gehört haben, hier in Lauerfels gewesen. Und das ist ein wenig eklig. Komm, mach mal hier eine Machtverschiebung. Hat sich gerade so schön angeboten. Nochmal die Terrorklumpenprobe. Der Inhalt versucht immer wieder aus der Flasche zu kriechen. Das ist ein bisschen eklig. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch den Schlamm mit, die zwei Kisten und dann gehen wir wieder raus und tun draußen die restlichen Schlamme, die wir noch brauchen, besiegen. Und damit haben wir dies auch. Sehr schön. So, ich. Ist das respawned oder ist da immer noch freie Fahrt? Da ist noch freie Fahrt, das ist gut. Kommen wir jetzt hier raus und können die Lass die Schlamme draußen besiegen. Und zwar da oben haben wir einmal einen. Den dann nehmen wir als nächstes mit. Und da oben wäre auch nochmal eine Rare Mob. Gucken wir mal, vielleicht nehmen wir den mit. Da den der Reek. Ja, komm, den schnappen wir uns auch noch, wenn wir gerade schon so schön dabei sind. Na, ja, bringt der noch einen Freund mit oder kommt er alleine? Oh. Er kam alleine, aber dem müssen wir jetzt was mitnehmen. Und das wären platte Stiefel. Ja gut, schade. Okidok, dann zurück zum Dorf der Bruchhauer. Jetzt gucken wir mal, was sagt denn die Questreihe hier? Das Dorf der Bruchhauer haben wir jetzt fast fertig. Da fehlt jetzt nur noch die Quest, die wir einmal haben. Naja, das Jagd die Wilden, das ist das. Das haben wir auch gerade gemacht. Hier, warte. Und Jinta Alor ist, glaube ich, ja, Jinta Alor ist ja das mit der, mit Chartra und sowas. Und ich, wir holen uns das mal an. Vielleicht nehmen wir es mit. Aber es sind ja andere Questgeber, also können wir es ruhig machen. So mal ein bisschen eine andere Geschichte, die erzählt wird. Jetzt haben wir erstmal hier Malcolm. Was ist? Und, was habt ihr gefunden? Leb wohl. Faszinierend. Wie groß war es? Ich frage mich, ob es davon noch andere gibt, die funktionstüchtig sind. Die Probe ist ausgezeichnet. Ich werde sie meinen Forscherkollegen zugänglich machen. Und wir haben Vertraut einen niemandem. Stein
hier Zauberstab bekommen, der aber nicht so geil ist. Den ignorieren wir einfach mal. Dann haben wir hier den Jäger Markor wieder. Wie geht's denn so, Mann? Alles klar. Jagt die Wilden. Ihr habt euch als ein wahrer Verbündeter der Bruchhauer erwiesen, Erlos. Gut gemacht. Manne sieht sich. Sehr schön. Und dann noch die Quests bei dem da oben. Wir nehmen jetzt einfach mal den Weg außen rum. Wer ihr sein denn? Später. Gut, dass ihr wieder hier seid. Und sogar mit eigenen Gliedmaßen. Auf dann. Und wie viele Kisten habt ihr gefunden? 5 Stück haben wir. Alles klar. Sie sind unversehrt. In diesen Kisten sind viele Erinnerungen festgehalten. Mal sehen, was wir hier haben. Bananenbrot! Und es ist noch gut! Igitt! Dir ist schon bewusst, wie lange der Zweite Krieg zurückliegt, Alter. Ich Junge, mir wird schlecht, wenn ich daran denke. Hier, also ich nehme das hier. Ihr könnt euch etwas aussuchen. Ich will Auf gar nichts dann. davon. Danke. Der Fall von Jinta Alor. Wir müssen uns um weit mehr kümmern als um Zwerge, Mann. Während ich das Dorf bewache, führt meine Freundin Ura Sumpfhauer unsere Krieger gegen den gemeinen Blutfratzenstamm. Sie haben unsere Brüder getötet und wurde sogar einmal von ihnen gefangen genommen. Jetzt ist es genug. Dieses Mal fällt die Stadt Jinta Alor in unsere Hände. Geht nach Jinta Alor und sprecht mit meiner Freundin. Sie hat ein Lager nahe des Eingangs zur Stadt erobert. Manne sieht sich. Okay, dann begeben wir uns doch einmal zu Jinta Alor wieder. Und ich glaube, es können sogar andere Quests sein mit ein paar anderen Kill-Quests, aber wir werden sehr gleich sehen, wenn wir dann dort sind. Jetzt fliegen wir erstmal zum Eingang der Stadt, welche ja hier direkt ist. Also ist ziemlich nah im Vergleich zu dem Weg, den die Allianz nehmen musste. So, wo ist er? Ura Stumpfhauer. Wie geht's? Rüstet zum Krieg. Wir werden die Blutfratzen nicht länger dulden. Ich glaube, ich habe gerade eben Sumpfhauer gesagt. Egal. Der Fall von Jinta Alles Alor. klar. Willkommen, Magier. Wir werden dafür sorgen, dass die Blutfratzen es bereuen, uns über den Weg gelaufen zu sein. Man sieht sich. Anfang zur Zurückeroberung, der Zurückeroberung. Heute fangen wir mit dem ersten Angriff auf das Herz des wilden Blutfratzenstamms an. Zeigt ihnen keine Gnade, Nandos. Hier geht es um mehr als Rivalität unter Trollen. Jeder Sieg der Bruchhauer ist ein Sieg für die Horde. Die Kopfjäger der Blutfratzen und Hexendoktoren müssen zuerst beseitigt werden. Greift die unteren Terrassen an und erstattet mir mit Blut an eurer Waffe Bericht bei mir. Haltet euch vom Voodoo Und fern. Kopfprämie. Ubondo, was? Umboda? Drei, was? Umboda von den Blutfratzen ist einer ihrer stärksten Krieger und ein kranker Schlächter. Er sammelt und benutzt die Köpfe aller, die vor ihm fallen, als Schmuck. Verzeihung, ich musste gerade niesen. Das kam sehr plötzlich. Belohnungen und sogar Waffen. Es ist an der Zeit, dass er fällt. Findet Umboda Dreikopf, tötet ihn und bringt mir seinen Kopf. Wir werden sehen, wie die Blutfratzen kämpfen, wenn wir seinen Kopf über die Mauern werfen. Oh, kennt ihr das, wenn ihr niesen musstet und euch dann die Augen anfangen zu tränen und zu brennen? Das ist so unangenehm. Oh, könnt das mal aufhören? Ich mag das nicht. Oh, hei, hei. Tschüss. So, jetzt aber. Was, Kotonga, was machst du hier? Wilden Stammestanz? Ich mach mit, warte, ich kann das auch. Hier. Yeah. Und wir tanzen zusammen. Nice. Ganz ruhig. Gesichter des Bösen. Die Blutfratzen haben ihre Tiki-Masten überall in Jinta Alor an die Mauern gehangen. Die Geister werden nicht mehr lange über sie wachen. Nehmt die Fackel und kämpft euch durch die Blutfratzenlager. Zündet ihre Tiki-Masten an. Ich werde zusehen, wie ihre Abwehr- und Schutzzauber vergehen und ihr ketzerischer dunkler Voodoo in Rauch aufgeht. Später. Okay, ja, die Quest können wir ja auch. Und dann haben wir noch Eliza Düstergrin. Green. Was Düstergrin. jetzt? Die Trolle in dieser Gegend sind meinesgleichen gegenüber freundlich gesinnt. Schließlich sprechen sie schon seit Jahrhunderten mit den Toten, noch bevor es sie verlassen überhaupt gab. Es ist gut fürs Geschäft. Alles, was krabbelt. Sieg für Bevor sie ihr dort hochgeht, Magnus. Magier. Ich kenne ein paar Verkäufer, die sehr interessiert an starken Giften sind. Mir sind die Spinnen in der Gegend natürlich nicht entgangen. Sie sind nicht riesig, aber ungefähr so groß wie eure Hand. Sie haben eine Färbung, die ich noch nie zuvor in der Gegend gesehen habe. Könntet ihr ein paar sammeln und zu mir bringen? Das können wir machen. Fürchtet die Lebenden. So, dann gehen wir doch einfach einmal schon direkt da hoch.
Nur mal ganz kurz, 2 Sekündchen. So, und weiter geht's. Wir brauchen Hexendoktoren, Tiki-Masken und noch einen Haufen anderen Krimskrams. Na gut, ich würde eigentlich den Welpen hier mit im Blizzard haben, aber das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, wie ich das gehofft hatte. Dann halt jetzt so. Ach ja, genau. So. Tiki-Masken verbrennen. Da haben wir noch mal eine Maske, und das ist eine Kriegerin. Die müssen wir zwar nicht töten, aber wir nehmen sie jetzt einfach trotzdem mit, dass wir dann die Maske rankommen. Und da ist eine Hexendoktorin. Ja, die Spinnen, die habe ich jetzt fast vergessen einzusammeln. Was ist hier? Vorsicht, die Dinger beißen. Ja, bin ich froh, dass es nur für mich Krabben sind. Ich bin nach wie vor immer noch sehr glücklich über den Arachnophobie-Modus. Ich lieb's. Ist nun mal wieder lustig, wenn man im aktuellen Raid, im Palast der Neruba, dann die Raid-Ansagen macht und sagt, auf die Krabbe, aber außer dir sieht keiner eine Krabbe, weil du der Einzige im Raid bist mit dem Arachnophobiker-Modus. Ist ein bisschen ungeschickt als Raid-Lead, aber ist auch ganz lustig. Huch, wo kommst du denn jetzt her? Nee. Achso, warte mal, wir brauchen ja gar keinen Intelligenz-Buff mehr. Was sind wir denn für ein Magier? Da kommt die Magier-Lobby gleich wieder um die Ecke geschissen und haut uns eins auf die Nase. Das wollen wir natürlich nicht. So, wir gehen jetzt einmal eine Ebene höher. Weil hier sind. Eieiei, hier sind einige. Ja, kommt mal her. Kommt. So, wir stellen uns jetzt mal hier hinter. Hoffen, dass wir überleben. Hauen dann noch das hier mit rein. Und ich, das war vielleicht doch keine so gute Idee. Okay, wir machen uns jetzt mal unsichtbar und hoffen, dass wir überleben. Okay, gut, so viel dazu. Wo müssen wir hin? Wir sind hier gespawnt. Okay. Ja, ich war jetzt vielleicht ein wenig übermütig. Das machen wir jetzt nochmal in besser. Oh, Verzeihung. Wir gehen jetzt wieder einmal da oben, sammeln unsere Leiche wieder ein, um dann weiter kaputt zu hauen. So. Und diesmal einen Schritt langsamer. So. Weil so klappt das schon besser. AOE ist jetzt noch nicht so stark bei mir aktuell, wie ich herausgefunden habe. Dann nehmen wir den Welpen hier noch mit. Und noch den Kopfjäger da hinten. Und dann haben wir jetzt erstmal wieder Ruhe. So, wir brauchen noch 3 von den Spinnlingen. Und Tiki-Masken müssen wir auch noch ein paar verbrennen, aber irgendwie sind hier kaum welche. Nochmal 2 Kopfjäger, die müssen wir beide mitnehmen. Komm, du sollst auch mit. Achso, ja, die laufen ja nicht wirklich, weil sie immer ihren blöden Range-Angriff haben. Das ist halt ein bisschen ungeschickt. So, haben wir hier noch eine Maske? Nee. Aber Kopfjäger gepult. Und da den letzten Hexendoktor, da haben wir zumindest das fertig. Und nochmal ein Spindling. Ist wir einen übersehen eigentlich? Nee. Also weiß ich mal nicht. Doch, hier ist aber einer. Das war ja die, die diese laute Animation hatten. Stimmt.